Ja, ich glaube, es ist ganz ärgerlich. Ich glaube, ich kann jetzt wieder nicht schlafen, 4 Tage. Ich glaube, wir haben es in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht, haben in der zweiten Halbzeit ein bisschen nachgelassen. Es darf uns nicht passieren hier zu Hause. Haben natürlich dann ein dummes Gegentor bekommen, wo dann letztendlich für Frankfurt reicht, für die 3 Punkte. Ist für uns ganz bitter, aber ja, wie gesagt, sind jetzt erstmal enttäuscht, aber die nächsten Tage geht es weiter. Ich weiß nicht, ich würde mal gerne interessieren, wie viel Ballbesitz Frankfurt hat in den ersten 30 Minuten. Dann machen sie durch einen Standard ein Tor, was auch nicht jedes Spiel fällt. Das zweite machen sie durch einen individuellen Fehler von uns stehen hinten drin mit gefühlt 10 Mann und schlagen die Bälle vor und nehmen dann am Ende 3 Punkte mit. Und das ist heute wirklich hart. Ja, das tut sehr weh, wie schon gesagt, weil ich finde, dass es heute sehr, sehr ärgerlich ist. Man darf hier so ein Spiel niemals verlieren. Vor allem nach so einem guten Start von uns, wo Frankfurt gar nicht gewusst hatte, wo vorne und hinten ist. Und dass die dann hier noch 3 Punkte mitnehmen, ich muss es leider wiederholen, das ist Wahnsinn in meinen Augen. Ja, weil Fußball ist Kopfsache und nach 1-0, das bei uns ist oft so, obwohl schon bei der Sitzung sagen wir, 1-0 kann man nicht nach Hause nehmen, dann spielen wir für die 2-0. Haben das wieder nicht hingekriegt, spricht für die Sache, dass die Platz nach 20 Minuten ist auch schwierig, zum richtig sicher zu kombinieren. Vielleicht die Jungs waren sie unsicher, müssen wir darüber reden und werden wir sehen. Trotzdem, das Spiel war mehr für Unentschieden, aber wir haben ein Tor geschenkt mit dieser Eckballtor und dadurch wir sind selber schuld. Das ist Hertha. Hertha, 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 Hertha. Das ist Berlin, das ist Hertha.